Herzlich willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor und zwar mit einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ich bin in der Gruppe der Überlebenden, aber ich bin natürlich nicht alleine bei denen. Hier ist auch der Wödern am Start. Hallo. Und auch der adlige Baron. Ich bin zwar nicht Überlebender, aber du kannst gerne zurückkommen. Ach ja, stimmt. Oh, Entschuldigung, nein, fuck, ich hab verkackt, egal. Haha, verkackt. Verkackt, ja, ich hab mal... Nein, nein, ihr habt schon jetzt den super krassen Mörder hören dürfen. Das ist der Baron, der adlige Mörderbaron. Ja. Und natürlich zu den Überlebenden gehört auch noch der super krasse Olli. Servus, ihr lieben Menschen. Oh, da wir werden so überleben. Ja, immerhin, dann ist er ein adliger Mörder. Alter, ja. So. Ja, Dead by Daylight mal wieder. Und diesmal mit einem etwas anderen. Welchen Mörder hast du jetzt genommen eigentlich? Es gibt ja drei, haben wir gerade gehört. Ich habe jetzt euch... Ich habe nicht auf den Namen geachtet, aber ich habe jetzt halt auch einfach mal den mit der Bärenfalle genommen. Oh, mhm. Den Bärenjäger. Den also Bärenjäger. Den Trapper. Ja, der gute alte Trappermörder. What ohne Scheiß. Fuck? So, diesmal schaffen wir es aber, Leute. Wir müssen, Ich habe einen richtig geilen Grafikbug, wenn ich mich... Alter! Oh, wenn ich mich manchmal ducke, guckt meine Krawatte durch meinen Rücken durch. Ja, oh. Und ich weiß auch nicht warum. Ich habe gerade was umgestellt bei mir in der Aufnahme und jetzt ist in dieser Aufnahme keine Facecam mit drin, warum auch immer. Alter! Nein, der Baron ist hinter mir! Fuck! Und der Olli wieder. Nein! Ich will doch nicht sterben! Ich bin auch viel zu jung! Wenn ich wüsste, wo du bist, aber ich weiß es nicht. Fuck! Ich sehe dich aber auch jetzt gerade gar nicht. Boah. Nee, überhaupt nicht. Schön, dass ihr euch zusammengefunden habt. Fuck! Shit. Oh, Alter, ey, der Baron, weißt du so, oh nee, ah ja, da verkacke ich voll als Mörder. Ja, wieso stelle ich die Falle auf? Das will ich gar nicht. Mich schon angekratzt, den Wödern schon am Boden, ey, und wir haben noch nicht mal einen einzigen Generator gefunden, halt, ey. Krass! Lecksack. Okay, erstmal ein bisschen chillen hier hinten. Alter, ey, wie krass, also in den ersten 2 Sekunden wieder gleich den Typen in die Arme gelaufen. So. Kommt und rettet ihn. Ja, genau. Müssten es halt eigentlich echt machen. Er geht auf Safe Play. Das ist ja Cheat. Würde dann, sag mal, wenn er sich da irgendwie wegbewegen sollte tatsächlich. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt Safe Playen will oder nicht. Ja, der versteckt sich. Der versteckt sich bestimmt irgendwo hinten dann oder so. Ah, dann ja, wissen wir ja, wo er ist jetzt weggegangen, aber... Also ich kann ihn zumindest nicht mehr sehen. Ah doch, jetzt läuft er nach links. Er ist auf jeden Fall ein gutes Stück weit weg. Krass, Alter, ey. Ey, gerade ich als erstes, wie gemein. Ja. Ich glaube, ich habe meine Rolle gefunden, ne? Oh Gott, ey. Vor allem der genießt es so in seiner Stimme hört das so. Ich glaube, ich habe meine Rolle gefunden. Ah, dauert nicht mehr lange, bis ich tot bin. Ich bin leider zu weit weg, ich kann dir leider nicht helfen. Okay. Alter, ey, ich finde aber auch keinen einzigen Generator. Bist du jetzt schon gestorben? Nee. Kannst du mich auch heilen? Scheiße. Aber das hier irgendwo nicht. Problem ist, dass man auch nicht zu viel sagen darf, wenn man ihn sieht, weil er sonst sich schon denkt, wo wir sind. Das ist richtig. Man darf auch nicht verkacken, irgendwelche Generatoren anzuwerfen. Oh, das ist auch so miese, ey. Wenn du erstmal verletzt bist, ist es auch schon echt scheiße. Ja, weil du halt saulahm bist dann. Ja, und vor allem Geräusche machst. Ey, kannst du mich kurz heilen? Nice. Erst meinte ich, dass es das hier irgendwie geht, aber ich... Oh, ich muss das... Oh, what the fuck? Sei ruhig! Ich dir ja schon beim... Alter, das... What the fuck? Steche ich dir beim Verbinden die Augen aus, oder was? Ja, aus Versehen wahrscheinlich.
Jetzt mal im Ernst. Oh, hier macht man eine Bandage um meinen Arm. Oh, du hast meinen Arm gebrochen! Jetzt mal im Ernst, so kommt das rüber, ey. Auf einmal schreien alle. Alter, ey. Vor allem, wie die jammert, die Tussi, ey. Das ist ja halt nicht zum Aushalten, ey. Mann, du bist nur angekratzt worden von dem. Hast du eine Machete quer durchs Gesicht bekommen? Ja, eben. Ist ja nicht so. Nicht so schlimm. Kann man mal machen. Ja. Sollte man auch. Als Mörder. Ansonsten würde dann versucht, den Olli zu finden und den zu heilen. Ach, kannst du heilen, oder ja, was? Man kann sich untereinander heilen, wenn du so diese Laufprobleme hast, dann kann man schon... Das ist dann aber wie beim Reparieren. Und wenn du verkackst, ist es halt so, als würdest du ihm halt den Arm auskugeln. Alter, scheiße, dann stirbt er, oder was, oder? Nein, nein, aber es hält halt immer wieder auf und ist halt laut, ne? Ah, okay, der schreit dann, oder wie? Ja. Oh, du hast mir den Arm... jetzt hättest du ihm den Arm gebrochen, halt. Weil es passiert mir auch immer, wenn ich andere bandagiere. Brech ich dir auch in den Arm dabei. Haben sie auch immer gesagt, vorsichtig bei Erste Hilfe, nicht zu viel Luft in die Lunge, sonst explodiert der ganze Körper. Genau, ja. Immer die Quicktime-Events richtig abpassen. Hi. Fuck! Scheiße! Wie hast du mich jetzt gefunden, ey? Ich hab's gehört. Ach, du hast den Schrank gehört, ja. Oder was? Scheiße, Mann! Scheiße! Alter! Oh, fuck. Übrigens, Olli, lohnt es sich auch nicht, wenn du in so einem blutenden, wenn du blutest, weil du bist ja verwundet, dann blutest du und du hinterlässt Blutspuren auf dem Boden. Und wenn dann direkt vom Schrank eine Blutleiche liegt, ist das doch ein bisschen auffällig. Ich muss schon wieder strugglen. Struggle. Ja, sag mal, wenn der sich da... Fuck, Alter, ey, so ein Scheiß. Geht, Olli. Ja, ich, der ist immer noch der Schleichter hier um mich rum. Der wartet jetzt halt, bis ich sterbe. Das ist aber auch vernünftig, was er da macht. Ja. Eigentlich, weil... Ja, beim letzten... Wenn einer halt echt schon fast tot ist, dann kannst du dich da auch noch daneben stellen und warten, weil... Ich hab's ja vorhin beim Wödern kaum mitbekommen, dass er... Also... Ja, dass ihr ihn dann, dass ihr ihn da gerettet habt. Shit! Okay. That's it. Sehr schön. Der Baron, ey, so ein kranker Penner. Kranker Urpapst. Ja, wenn ich schon nicht überleben kann, dann kann ich ja wenigstens töten, ne? Okay. Sacrificed again. Naja, was soll's. Spektatieren wir doch mal. Scheißhacker. Ja. Oh. Ach, das ist ja interessant, was du machst. Puh. Oh, bei Wödern wird's gerade spannend, oder was? Ich glaube, der Killer hat sich vor mir erschrocken. Das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr, nein. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass einer direkt so nah bei mir dran ist. Oh mein Gott, ein Überlebender. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Ach ja, stimmt. Pass auf, der hat da bei den Haken, glaube ich, auch irgendwo Bärenfallen ausgelegt. Also wenn du zu nah an den Haken vorbeiläufst, dann lieber mal am Boden gucken. Nein, fuck the shit. Ey, ist das unnormal? Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ich habe gar nichts gemacht. Es wäre halt eigentlich auch voll der Plan, dass irgendwie diese Bärenfallen immer so an die Generatoren zu stellen und so. Ja, aber die Generatoren sind ja um sich herum recht sichtfrei, ne? Auch Alter, sogar ey. Ja, das stimmt. Ja, pass auf, ey. Der Wödern scheint ja auch die Entkommen-Skills zu haben. Übelst der krasse Wegrenner, Alter, ey, wo der überall durchmarschiert, ey. Ich hab mich... Naja, das war jetzt auch nicht so intelligent. Nö. Alter, ey. Aber krass, ist schon echt ein Adrenalinspiel. Shit. Jetzt hast du beide verloren, oder was? Ja. Ich bin gerade über den Weg gelaufen. Und dann einen Alter, Moment aus dem... Was für ein krankes Spiel, ey. So, schauen wir mal beim Gamer Neighbor zu, was der so macht. Oh, da wird's auch gerade spannend. Der hat den Generator ja schon fast hochgetrieben da bei sich. Nein! Nein! Oh mein Gott! Was ist das hier? Oh Mann! Ja, der hat mich auch, so hat er mich auch kassiert. Bei mir hat er die Tür aufgemacht und mich einfach erstochen. Lass den Wigglemeister erstmal hier wiggeln.
Spinn dir auch keine scheiß Generatoren, ey. Ich hab einen, der ist fast fertig, ey. Da fehlt noch ganz wenig. So knapp davor. Er hat mich doch nur hochgehoben. Wieso bin ich verwundet, wenn er mich hochhebt? Nee, der hat dir auch die Machete ins Gesicht gehauen, glaube ich. Nein, der hat mich nur gepackt, gerade Performance-Probleme, aber... Performance-Probleme, los! Um eine Chance. Das ist immer der Weakness in jedem Horrorfilm gewesen, wenn der böse Performance-Probleme hat. Scheiße, Jasons Rechner ist abgestürzt. Nein. Shit, jetzt voll die Spur verloren. Ha! Saved by the bell! Ey, ist das die Möglichkeit? Gibt's eigentlich nur die zwei Maps bisher oder gibt's da noch mehr? Ich glaube, ist das nicht sogar jetzt schon eine dritte Map? Oder ist das vom Mörder abhängig? Das kann sein, ne? Weil Map-Auswahl hatten wir keine, glaube ich, weil wir ein privates Match spielen. Da müsste eigentlich man die Map wählen können dann, aber konnten wir ja nicht. Deswegen. Nee, kann man auch so nicht. Also du hast Opfergaben nachher, die du opfern kannst und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du die und die Map kriegst zum Beispiel. Okay. Ich glaube, jetzt ist es doof gerade für mich, so. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Shit. Komm doch. Ja, jetzt habe ich noch eine große Fresse, weißt du, gleich ja, passiert gleich. Genau das, Alter. Ich wusste es. Ach, das geht? Geil! Ich dachte halt, man kommt da auch nicht mehr durch, wenn man das zugebaut hat. Aber cool, gut zu wissen. Ah, er ist auch schneller als ich, weißt du? Ja. Ja, irgendwie... Oh. Oh Mann, ey. Shit, voll erwischt mit dem Ding. Gestunt, ey. Da kommen sie auch nicht so schnell durch Fenster, ne? Nee. Er ist, ist ein Mörder. Ist halt verraten doch, scheiße. Nee, ich hab's schon gesehen gehabt. Also. Keine Sorge. Wie ist ja auch ein Mörder, die kommen nicht durch Fenster. Ja, nein, was? Aber die gehen ja mal langsam durch, wenn die auch durch. Oh, what? Ey, hier würde ich nicht. Das ist halt die mörderische Gelassenheit. Frisch das! Nein! Ich habe doch. Oh mein Gott, wie. Das ist aber auch ein Lichtstrahl, ne? Wie ein Laserpointer. Lass den Wiggelmeister arbeiten! Oh fuck, das ist ja wie der sich immer aus diesen verklemmten Aktionen rauswindet halt, ey. Oh. Einmal aufgehakt. Ah, scheiße, ey. Jetzt sind die Dinger halt schon da. Ich kann das eine halbe Stunde. Alter, ey, vergewaltigt das eine Tastatur. Yeah. Der steht hier aber. Der will. Moin. Oh, scheiße! Okay? What the fuck? Okay, jetzt fliege ich. Oh, gleich wieder raus. Ja. Jetzt, nee, du brauchst einen anderen Haken. Nimm dir einen anderen Haken. Der ist doch schon benutzt. Der ist dreckig. Das ist dein Blut. Jetzt bin das ich jetzt bist du dann Insta tot. Scheiße. Von deinem eigenen Blut kriegst du keine Blutvergiftung, keine Angst. Was ist denn dieses Spinnenviech da immer, was ich da. Ja, das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer, Alter. Für wen? Für einen Voodoo-Gott? Ja, oder wer was? Weiß, was so immer. Nice. Also, eine Lore gibt's da nicht, ne? Haben wir es jetzt verkackt? Also, ja, nee, weil nach da zuschauen, ach so. Ihr habt's fast verkackt, ja. Oh, oder er kann die Luke finden. Jetzt ist er jetzt alleine. Muss man nur noch unter Druck die Luke finden. Bei mir hat's jetzt auch gerade übelst gelaggt, kurz. Ja, ich hab den auch noch schnell. Also, eine 100% Performance hat das Ding auf jeden Fall nicht. Ach. Das wäre halt geil, wenn jetzt auf der anderen Seite gestanden wäre. Ja, irgendwie mit den Fenstern ist es als Mörder nicht so angenehm, ne? Ja, aber anders kannst du dem ja nicht entkommen, ja, klar, weil er schneller klar. ist als du. Sonst kannst du ja einfach wegrennen sein. Beschissen ist halt auch, dass ich verletzt bin, weißt du? Oh. Was? Hi.
Lange nicht gesehen, aber ich muss weg. Tut mir leid. Wir haben gar keine Zeit mehr jetzt. Also, so 5 Minuten müsst ihr schon noch haben, oder? Ich habe einen Termin. Das ist nur ein kleines Interview. Dauert nur 3 Minuten. Das ist... Ja, aber... So, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Ein Herz für Tiere und so. Oh, du Scheiße. Das war gehackt. Ich hab's gesehen. Report. Ja, Report. Ich muss weg. Warum muss genau? Wiggle. Das schaffst du. Los zum Hagen. Du. Wiggle. Zum Hagen von Tronje. Für wen bist du hier, Olli? Jetzt mal ernst. Ich will endlich wieder spielen. Ja, ein spärenderes Tournament. Hab ich doch schon. Und? Oh, er war was? So. Er war eine Millisekunde davor runterzuwiggeln, ey. Echt? Ja, ich wollte es spannend machen. Shit, ey. Alter. Ich weiß nicht, stellen wir uns nur so blöd an oder ist es einfach echt schwer? Ja. Es ist eigentlich echt schwer. Oh, was hab ich denn da? Wöder. Ein sehr seltener Perk. Nice. Premonition. Very rare Perk. Geil. Erhöht höhere Warnung. Ja, Leute, dann war es das auf jeden Fall mit der Folge Dead by Daylight. Wir alle hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei einer weiteren Folge Let's Play Dead by Daylight. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao.